Wow. Bringt er mich einfach nieder. Hat er mich getötet? Deine Zeit ist noch nicht gekommen. Desi, du musst deine Kinder beschützen. Was ist passiert? Der Fuchsgott, er will nicht, dass ich sterbe. Er will, dass ich meine kleinen Kinder, Jay, Dennis, Nico, sicher in eine neue Welt hineinführe. Ich werde diesen komischen Menschen niederringen und töten und was man sonst noch alles mit Menschen machen kann. Ich habe übrigens rausgefunden, Leute. Guck mal, was kann. Nach seinen Leuten rufen. Wie süß ist das denn? Und man kann hier auch. Oh, man kann sogar seine Leute nehmen. Guck mal, ich habe Nico einfach in der Schnauze. Richtig knuffig. Oh, da ist er wieder, der Mensch. Mensch ist da. Mensch ist da. Leute, lauft schnell weg. Der blöde Mensch will uns schon wieder töten. Da gehen wir nicht nochmal hin zu diesem komischen Menschen. Der ist doof. Ich mag den gar nicht. Der ist echt dummi doof doof. Gehen wir halt hier hoch hoch. Ah! Oh. Ja, aber was heißt denn das dann? Ah, doch, ich kann mich verletzen. Aua. Papa, was ist passiert? Aua. Leute, alles gut, alles gut. Ich hab mir nur schon wieder meine vordere Pfote verletzt. Ist in Ordnung. Papa, ich kann damit leben. Sterben? Das ist in 2 Minuten schon wir wieder verheilt, Leute. Stirbst, alles ist gut. Ich habe nur ganz tolle Schmerzen, aber sonst geht's mir gut. Papa, außer den Schmerzen geht's mir richtig gut. Macht euch keine... Aua. Oh. Macht euch keine Sorgen um mich. Meine Kleinen, wir schaffen das gemeinsam. Oh, hier passieren neue Sachen. Geil, die verschmutzen die Umwelt noch ein bisschen mehr. Das finde ich richtig gut. Das erklärt auch, warum hier alles so scheiße aussieht. Weil die ihren Kackmüll einfach in meinem leckeren, schönen Fluss aufbewahren. Das war hier alles mal richtig schön blau und türkis und auch ein bisschen lila. Und jetzt ist einfach nur alles eklig und hässlich und dumm. Hallo, du kleiner Dachs, bist du ein Freund? Hey, was willst du denn Freund hier? Oder Feind? Freund oder Feind? Mann, was willst du hier? Das gehört mir. Freund oder Feind? Das ist meine Gegend hier, oder? Oh, da kommt einer. Verschwinde, pass auf. Nein, gesagt, nein, wir dürfen jetzt nicht kämpfen. Gehen. Lass uns Freunde sein. Da kommt doch ein böser Mensch. Verdammte Dude. Weirdo. Okay, also der Dachs lässt uns nicht durch. Leute, kommt schnell mit. Ja, dieser blöde Dachs. Tja, Leute, das war ein Scheißtag. Eine Nacht schlafen und dann ist nämlich schon Wochenende. Dann haben wir Tag 6. Erstes Wochenende eures Lebens. Damit ihr auch mal merkt, wie schön das Wochenende ist, wenn man die ganze Zeit nur arbeiten muss. So, siehste. Neuer Tag, neues Glück. Heute werden wir uns nicht verletzen. Oh, eine neue Spur. Gleich 2 Gerüche auf einmal. Die verschmelzen einfach zu so einem Super-Kamehameha. Diddle? Diddle, ist das dein Geruch? Oh nein, hat Diddle verkauft oder was? Was haben wir hier noch? Eine Angel? Das gehörte... Ja, gehörte das zu dem Typen, der Diddle entführt hat oder zu dem anderen? Zu gar keinem. Da, Diddle ist aber noch auf seinem Rücken drauf. Er ist aber irgendwie auch so Angler. Er hat auf jeden Fall hier so ein Anglernetz. Und der andere hat Diddle abgelehnt, weil er nämlich weiß, dass Diddle auf unethische Weise gefangen wurde. Also der eine Mensch scheint gut zu sein, aber wenn er richtig gut gewesen wäre, hätte er Diddle gekauft und mir kostenlos zur Verfügung gestellt. Das klingt auch falsch. Oh, aber hier kommen jetzt richtig viele Hinweise. Guck mal, aha, er hat den Menschen auch beklaut. Er hat ihm irgendwelche Medikamente oder sowas weggenommen. Kann das sein? Okay, also hier handelt irgendjemand mit Medikamenten, was auch immer das für Medikamente sind. Kann natürlich sein, dass es den Menschen selber auch gar nicht so gut geht. Ja, dass sie diese Medikamente brauchen, um überhaupt zu überleben. Und dass sie deswegen jagen. Obwohl sie wissen, dass das eigentlich doof ist oder so. Mann, da hinten kommt aber ein Mensch. Leute, kommt schnell mit. Sonst findet uns der Mensch und das finde ich gar nicht gut. Okay, so langsam geht leider auch die Nahrungsanzeige zu Ende. Aber ich habe schon gesehen, guck mal hier. Der Marder hat hier so einen Fisch. Wie wär's denn? Junge, ich hab deinen Fisch geklaut! Ich hab deinen Fisch geklaut! Ich hab ihn geklaut! Hier, Leute, Fisch vom Marder. Jetzt verhungert der bestimmt, weil er keinen Fisch mehr hat. So, Leute, und jetzt werden wir den Marder auch noch töten. Nicht nur sein Essen nehmen wir weg, sondern wir töten ihn auch noch. Wenn er uns irgendwann nicht mehr sieht. Ich glaube, man kann den wirklich... Ja, ist ja gut. Ich gehe ja schon. Jetzt chill doch mal. Junge, was ist mit dem? Richtig am Durchdrehen, der Typ. Holy shit. Eule. Yo, nein, 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 nein. Du Eule, nimmst mir nicht auch noch einen weiteren Typen hier weg. Willst du mich komplett verarschen? Jetzt hätte er mir fast Jay weggenommen. Wenn du einen mitnimmst, dann nimm doch bitte Dennis mit. What the fuck? Alter, sogar blöde Eulen klauen mir meine Kinder oder was? Ey, ich hasse diese Umwelt immer mehr. Na gut, was soll's. Ich hätte zwar gerne diese Dachs-Unterkunft gehabt. Das wäre richtig cool gewesen. Aber so war das doch auch ein relativ erfolgreicher 6. Tag. Wir haben zumindest neue Clues bekommen, wo wir Patrick finden können. Vielleicht bringt Tag 7
Ja, noch mehr neue Hinweise. Also, ich bin ganz ehrlich mit euch, ich verstehe das Spielprinzip gerade nicht so doll. Gibt nichts mehr zu tun, es ist ja alles verschlossen. Ich habe keine Ahnung, was ich hier machen soll. Ah, unsere Kinder waren nicht groß genug, deswegen war noch alles versperrt. Da, eine neue Spur, na endlich. Also wir mussten einfach nur unsere Kinder täglich hier durchbringen. Ich habe ungelogen, 40 Minuten bin ich hier hin und her gelaufen, weil ich nicht wusste, was zum Fick ich machen soll, weil es nirgends so weiterging. Dabei sollte ich einfach nur schlafen. Das ist eine Lektion fürs Leben. Ab und zu sollte man nicht umherirren, sondern einfach mal schlafen. Oh, guck mal, hier ist offen. Leute, da, wo ich das erste Mal gestorben bin. Was, du bist gestorben? Nein, nein, bin ich nicht. Ich lebe ja noch. Ihr seht ja, ich lebe noch. Hat sich ein neuer Weg aufgetan. Das sieht vielversprechend aus. Schön in der Kanalisation. Hier kann natürlich auch überall wieder irgendwas Böses sein. Hier können unsere Welpen wieder irgendwas machen, wenn sie denn die Fähigkeit hätten. Aber ihr seid immer noch zu klein, ihr kleinen, nutzlosen Welpen. Irgendwann werdet ihr mir und der Familie aber bestimmt nützlich sein. Garantiert. Hüpf. Könnt ihr so weit hüpfen? Ja, ihr seid richtig gut im Springen. Nein. Jay traut sich nicht. Doch, Jay traut sich. Ah, nein, Jay. Jay fällt runter. Hast du dich verletzt? Jay. Oh, Jay hat sich verletzt. Ja, ist okay, Jay. Gott, wir können Jay nicht alleine zurücklassen. Oh nein, er weint. Jay. Wow, ich kann dir nicht helfen. Jay. Kommst du mit? Ich lasse dich nicht alleine zurück. Alles gut, ne? Toll, Jay ist jetzt verletzt. Tja, Jay, dann müssen wir für dich einen anderen Weg finden. Komm hier. Du schaffst das. Mit ein bisschen Hilfe vielleicht? Sehr gut. Und Jay, wie geht's dir da drüben? Durchzwängen. Ja, wir haben die Durchzwängfähigkeit. Und jetzt kommt er bestimmt da hinten links wieder raus. Wollen wir wetten? So, Nico und Dennis kommen mit. Und Jay, ach hier, da, hi Jay. Okay, dann lass nochmal zurückgehen. Wenn du diese tolle neue Fähigkeit jetzt erlernt hast, dann können wir doch garantiert hier durch. Let's go. Ach, und nur Jay kann das jetzt, oder was? Das ist ja der absolute Wahnsinn. Let's go, Jay. Do your thing. Awesome. Was haben wir da? Hä? Was hast du gefunden? Pilze? Pilze. Nice. Nice one, Jay. Mach deine Geschwister zu Pilzabhängigen. Das ist immer gut. Hm, das riecht aber lecker. Weil Jay das Durchwälzen erlernt hat, kriegt ihr ein bisschen Abfall. Ist das nicht ein wunderbarer Tag für euch, meine Kleinen? So, ich weiß, ihr braucht gar nichts mehr zu essen. Das war auch nur dafür da, dass ich wieder meinen stylischen und fashion Schal wieder habe. Ich habe eine neue Fährte und sie führt mich hier lang. Ah, ich weiß, wo wir sind. Wir sind wieder bei dieser Tür hier. Das sieht sehr aufgebrochen aus. Also wir haben hier irgendjemanden, der auch komische Sachen macht. Ob der uns wohlgesonnen ist, ist nochmal die andere Frage. Aber hier ist auf jeden Fall irgendjemand, der sich hier reinschleicht. Und es sieht mir so aus, als wenn das irgendwie ein Androide wäre, wenn ich diesen Helm hier sehe. Ah, vielleicht haben wir einen Terminator auf unserer Seite. Das wäre natürlich nicht so ganz schlecht. So, jetzt sind wir natürlich mega krass im Gebiet der Menschen. In deren komischen Fabrik, wo wir noch nicht wissen, was sie herstellen. Ob sie überhaupt irgendwas herstellen oder ob sie einfach nur Müll abladen. Vielleicht ist es einfach nur eine Müllabfuhr. Na, wer ist schneller von uns? Ratte oder Fuchs? Ratte oder Fuchs? Fuchs hat gewonnen. Ich bin der Beste. Oh nein, hier ist irgendwie eine Presse. Ja, Pressen finde ich nicht gut. Oh, und ein Mensch. Und ein Mensch. Wir müssen zur Presse, Leute. Auch wenn wir Pressen nicht mögen. Hier sind überall Menschen. Obacht, Obacht. Links, rechts, überall sind Menschen. Da ist auch noch ein Mensch. Hier sind überall Menschen. Okay, was machen die hier? Irgendein Vlies. Eventuell aus Tierhaut. Das kann sehr gut sein. Da hatte ich jetzt schon ein bisschen Angstrille, muss ich sagen. Der Entführer von Diddle hat das aufgebrochen. Aber warum? Und zudem gehört auch dieser komische Helm. Oh, er Scharfschütze. Was hat er da gemacht? Ach, war das so eine Art Kamera oder was? Okay, das habe ich nicht so ganz verstanden. Aber er hat es auf jeden Fall abgeschossen. Das heißt, er wollte nicht, dass ihm das irgendwas antut. Oder ihn sieht oder was auch immer. Und eine Leitung. Oh, er ist reingeklettert oder was? In die Fabrik rein. Ja. Okay, also der hat auch irgendwie Dreck anstecken. Also der ist noch böser als die anderen Menschen. Ich meine,
Er hat noch keinen von uns umgebracht, er hat nur Diddle entführt. Oh, da oben ist er doch. Oh mein Gott, wie wird es noch weitergehen? Schalte doch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt, Dizzy spielt Endling. Und vergiss nicht, dieses Video zu liken, damit auch mehr Leute das sehen können. Dankeschön und tschüss.